Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du in Google Docs, Google Sheets und Google Slides Dokumente bzw. Dateien freigibst und mit ihnen arbeitest. Viel Spaß! Ein entscheidender Grund, warum man Google Docs bzw. die Google Office Produkte überhaupt nutzt, ist natürlich die simple Bearbeitung mit mehreren Personen an einem Dokument. Und heute möchte ich dir genau das zeigen. Ich zeige dir das jetzt an einem Beispiel von Google Docs, aber das funktioniert natürlich genau gleich mit einer Google Sheets Tabelle oder einer Präsentation in Google Slides. Ähnlich funktioniert es auch mit allgemein allen Dateien oder Ordnern in der Google Cloud, also der Google Drive. Wie kann man nun Dokumente freigeben? Das kann man mit dem auffälligen blauen Button hier rechts oben in der Ecke. Und zwar steht da Freigeben drauf und im Moment steht da drunter nur für mich. Also das Dokument ist in diesem Fall nur für mich. Und wenn ihr da jetzt einmal draufklickt, dann öffnet sich dieses kleine Fenster. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Einmal könnt ihr die Namen oder E-Mail-Adressen eingeben und die Dokumente quasi für Personen einzeln freigeben. Oder aber ihr ruft hier einen Link auf, mit dem ihr die ganze Sache freigebt. Wie funktioniert das jetzt einzeln? Ihr müsst hier eine E-Mail-Adresse eintippen. Wichtig dabei ist, dass es eine Gmail-Adresse ist, also eine Google-Mail. Andere E-Mails funktionieren nicht. Wenn ihr dann, wie ich jetzt hier, eine E-Mail-Adresse hinzugefügt habt, könnt ihr auch noch eine Notiz hinzufügen, beispielsweise hier viel Spaß. Und dann könnt ihr noch aussuchen, was die Person machen darf. Da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal darf bearbeiten, das heißt, die Person kann alles an dem Dokument verändern. Ihr gebt ihr quasi alle Rechte an dem Dokument, außer das Dokument zu löschen. Das funktioniert nicht. Dann darf nur kommentieren, das heißt, man kann den Text lesen und an den Rand Kommentare schreiben oder auch mitten im Text Sachen verändern. Diese werden aber speziell angezeigt, das zeige ich noch gleich. Oder aber man entscheidet sich nur dafür, dass der oder diejenigen nur das Dokument ansehen dürfen. Das heißt, sie können sich das nur anschauen, durchlesen, aber in keinster Weise etwas daran ändern. Und ich lasse es jetzt mal hier auf Bearbeiten und habe hier eine E-Mail-Adresse eingetragen und gehe dann einfach auf Senden. Im Hintergrund wird das jetzt für die eine Person freigegeben. Ich habe hier auf meinem zweiten Monitor einen anderen Browser offen, in dem ich mit dem Konto angemeldet bin. Und da bekomme ich dann auch eine E-Mail und ich kann die Sache öffnen und bin dort in Google Docs. Und jetzt sieht man auch schon hier oben rechts, dass hier jetzt eine weitere Person dabei ist und man hier auch chatten kann. Also man kann sich hier auch Nachrichten schreiben. Das ist kein Problem. Man bekommt dann auch immer eine Farbe, also beispielsweise hier, die Sache ist jetzt pink, deswegen ist auch hier jetzt dieser pinke Cursor und ich sehe auch immer, was der andere macht. Wenn ich jetzt mal in meinem anderen Browserfenster bin und beispielsweise die dritte Zeile markiere, sehe ich das hier auch, dass jetzt mein anderes Konto diese Zeile markiert hat. Und ich kann jetzt auch beispielsweise hier einfügen, Beispiel Text mit sehr vielen Worten und dann wird das eingefügt. Diese Änderung habe ich nicht hier in dem Konto gemacht, sondern in meinem anderen Browserfenster mit dem freigegebenen Dokument. Und so könnt ihr ganz einfach Dokumente freigeben und mit anderen Leuten gleichzeitig daran arbeiten. Das könnt ihr mit 5 Leuten machen, das könnt ihr auch mit 20 und mehr Leuten machen. Das funktioniert alles. Wenn ihr dann jetzt wieder hier auf Freigeben geht von eurem Dokument, seht ihr schon, dass es für eine Person freigegeben ist. Und diese könnt ihr aber auch wieder entfernen, wenn ihr da einfach drauf geht. Und dann könnt ihr hier die Dateien, also auch die Einstellung für diese eine Person ändern. Das heißt, ich könnte das jetzt hier auf nur kommentieren stellen. Und dann muss ich die Änderung noch speichern. Dann wird es gespeichert. Und ich bin fertig. Und ich kann jetzt nicht mehr in dem anderen Dokument was ändern. Wenn ich mich dann im anderen Dokument befinde, steht auch dort, dass ich mich im Vorschlagsmodus befinde und nicht direkt
das Dokument bearbeiten kann. Man sieht immer noch hier meinen pinken Cursor, dass ich dort bin. Und ich könnte jetzt Änderungen einfügen. Hier fehlt noch eine detaillierte Beschreibung. Und dann erscheinen diese Kommentare in pink. Und ihr seht jetzt auch hier auf der rechten Seite, seht ihr, dass ich jetzt hier als quasi Besitzer dieses Dokuments habe jetzt auch hier die Möglichkeit, das zu akzeptieren. Dann würde das mit ins Dokument aufgenommen werden und auch schwarz werden und nicht mehr so pink. Aber ich habe auch die Möglichkeit, den Vorschlag abzulehnen und das wird wieder herausgelöscht. Und wenn ihr die Berechtigung eurer freigegebenen Konten auf nur Ansehen setzt, dann darf die oder die entsprechenden Personen dürfen dann nur das Dokument ansehen und nicht bearbeiten. Jetzt habt ihr noch eine andere Möglichkeit, und zwar wäre es natürlich sehr nervig, wenn ihr jetzt das Dokument erstellt und dann für 50, 100 oder 200 und mehr Leute freigeben müsstet und erst von allen Leuten die E-Mail-Adresse einsammeln müsst, um das freizugeben. Deswegen könnt ihr hier auch einen Link abrufen, dieser wird dann erstellt und ihr könnt dann auch verschiedene Links erstellen zum Bearbeiten, Ansehen oder Kommentieren. Das könnt ihr dann ja auswählen. Hier zum Beispiel mit dem Link kann jeder die Datei bearbeiten. Also da könnt ihr die dann freigeben und jeder, der dann den Link hat, kann dann das auch bearbeiten. Müsst ihr dann aber natürlich auch aufpassen, wem ihr den Link überall gibt, dass da niemand irgendwelchen Mist baut. Oder ihr könnt das natürlich auch direkt wieder ausstellen, dann funktioniert der Link einfach nicht mehr. Die Besonderheit bei der Linkfreigabe ist jetzt wieder, dass man kein Google-Konto braucht, um den Link aufzurufen. Das heißt, auch wenn ich nicht in dem Besitz eines Google-Kontos bin, kann ich trotzdem den Link aufrufen und könnte da auch das Dokument bearbeiten. Das funktioniert dann. Und man darf natürlich hier auch einstellen, man darf die Datei nur ansehen, nur kommentieren oder nur bearbeiten. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Gerade natürlich, wenn man das Dokument vielen Leuten zur Verfügung stellen muss. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einiges lernen. Hast du noch Fragen zu dem Freigeben von Dokumenten mit den Google Office Produkten? Schreib es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, like das Video, lass ein Abo da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao!